Internationale Automobilausstellung IAA in Frankfurt 2017. Auf geht's, und zwar elektrisch und umweltfreundlich mit der Bahn. Los geht der Messebesuch, in diesem Fall bei Mercedes in der Festhalle. Das ist keine Präferenz, aber irgendwo muss man ja anfangen. Highlight der Messe und Neuheit in Sachen Elektromobilität ist der EQA, eine Studie zum Thema Elektromobilität in der Größe einer A-Klasse. 270 PS, 500 Newtonmeter Drehmoment, 400 Kilometer Reichweite, zu kaufen wahrscheinlich irgendwann 2020, 2022. Ja, auf dem Hallenplan war eine ganze Ebene Future Mobility bezeichnet. Das macht natürlich neugierig. Und auch wenn es jetzt kein Elektroauto ist, ein persönliches Highlight für mich, Mercedes C111. Ein Auto aus den 70ern, in dem Mercedes alles an Motoren ausprobiert hatte, auch den Wankelmotor. Ich hatte ihn als Kinderspielzeug, war immer mein Traumauto. Pepita-Sitze, orange, tja, 70er halt. In Sachen Future Mobility gab es dann eine Swing Lounge. Was das Ganze sollte, hat sich mir nicht erschlossen. Erwachsene Menschen schaukeln zwischen Grünpflanzen und ein Tisch für Ideen, der aber leer war. Aber Spaß beiseite, ich glaube schon, dass man sich bei Mercedes Gedanken macht, und zwar nicht nur, wie es den hinteren Passagieren gut geht und wie der Pulsschlag ist mit 68 Beats per Minute im Maybach Fit and Health, eine etwas merkwürdige Kombination, vielleicht für den asiatischen Markt. Man macht sich Gedanken. EQ wird für Progressive Luxury stehen, Mercedes für Modern Luxury, Maybach für Ultimate Luxury und AMG dann für Performance mit Auspuff. Und so ist der Markenkonzern Mercedes dann anscheinend für die Zukunft aufgestellt. Ich glaube schon, dass Mercedes da uns überraschen will. Angesagt sind bis 2022 50 neue Modelle, davon 10 rein elektrische Fahrzeuge ab 2020. Sowas hier gibt es im Moment zu kaufen. Mercedes S560e, eine Messeneuheit, die S-Klasse mit Hybridantrieb. Wundert man sich sicherlich, wenn man so einen Trumm mit einem E-Kennzeichen an der Ladesäule geparkt sieht, aber es ist halt so. Leider ist im Kofferraum dann wenig Platz. Da ist eine richtige Treppenstufe drin durch den Lithium-Ionen-Akku. Wie bei Mercedes üblich ist der Ladeanschluss unten rechts oder hinten rechts in der Stoßstange untergebracht. Wie ich finde, keine gute Position, denn da ist eigentlich immer dreckig, hat man immer schmutzige Finger. Innen drin Luxus pur, schick gemacht, tolle Displays, sieht alles richtig schick aus. Mercedes eben. Daneben steht ein Vorserienmodell eines Brennstoffzellenfahrzeugs mit Plug-in, also eine Kombination aus einer Batterie, fährt 50 Kilometer mit der Batterie ungefähr und dann Brennstoffzelle dazu, kommt man auf fast 450 Kilometer Reichweite NEFZ. Ist ein Vorserienmodell, wird also demnächst wohl so zu haben sein. Auch die EQ-Studie, die schon mal in Paris stand, steht hier, die so ein bisschen den Ausblick von Mercedes-Benz auf die neue Marke EQ zeigt, mit der Elektromobilität bei Mercedes dargestellt wird. Man hat also extra eine neue Marke dafür geschaffen. EQ, nicht IQ, sondern EQ. Das ist die Batterie aus der Konzeptstudie. Batterie sitzt im Unterboden und unter dem Rücksitz. Ja, weiter geht's mit Hybrid. E-Klasse, die neue als E350 Hybrid. Und natürlich ist der Ladeanschluss wieder hinten rechts. Dem Wagen sieht man das so gar nicht an. Die Fahrzeuge tragen ein EQ-Logo an der Seite und wie gesagt hinten rechts die Ladeklappe, die hier nicht aufgeht. Wahrscheinlich geht sie elektrisch aus dem Innenraum auf. Was hier besser gelöst ist, ist der Akku, der im Kofferraum nicht mehr so viel Platz wegnimmt und die Treppenstufe ist dann nicht so groß.
Und auch in Geländewagen gibt es GLC 350e mit Allradantrieb 4MATIC, auch als Hybrid. Wieder dasselbe Spiel, hinten rechts der Ladeanschluss, aber diesmal ein sehr gefälliger, sehr cleaner Kofferraum, in dem man von der Batterie eigentlich nicht mehr viel sieht. Smart gehört zu Mercedes, gibt es in der Halle nebenan. Der neue Smart mit dem Elektroantrieb ist ja schon draußen. Und auch wenn noch alle auf die Version mit dem Gleichstrom-Schnelllader warten, gibt es das Fahrzeug ja schon hier in einer Brabus Edition oder Brabus mit Brabus Sitzen. Mercedes wird die Marke Smart umstellen, soweit das zu lesen ist, ab 2020. Das ist nicht mehr so lange hin. Werden keine Smarts mehr mit Verbrennermotor gebaut, sondern nur noch mit elektrischem Antrieb. Ich finde, für das Auto, speziell als Citycar, macht das absolut Sinn. Hier wie gesagt nochmal der Ladeanschluss ohne CCS-Schnellladung noch. Auch als Viertürer wird es den Smart natürlich geben, Smart V4 Electric und dann vier Türen für Sitze. So sieht das Line-Up aus, ein bisschen Hybrid, ein bisschen Brennstoffzelle, Smart Electric dazu, wieder Hybrid. Und am Ende der sogenannte Volocopter. Schatz, ich fliege mit der Drohne ins Büro. Ob das ernst gemeint ist, weiß ich nicht. Weiter geht's zu VW und Audi. Dort stehen zwei Studien. Die eine heißt Elaine. Da geht es um Elektromobilität und automobiles Fahren. Audi hat die Designmöglichkeiten, die sich durch Elektroantriebe bieten, zusammen mit der LED-Technik komplett ausgereizt und hat da ein wirklich wunderhübsches Teil auf die Straße gestellt. Oder was heißt auf die Straße, auf die Bühne, ist ja nur eine Studie. Audi kommt grundsätzlich mit Elektro schon relativ bald. Es gibt die ersten e-tron Elektrofahrzeuge, die als Prototypen getarnt auf Deutschlands Straßen fahren. Ich denke, zu 18, zu 19 wird es soweit sein. Das hier ist die Studie daneben. Da geht es nur ums autonome Fahren. Fährt auch elektrisch mit einer Feststoffbatterie. Reichweite, ich glaube, 800 Kilometer war da angesagt. Das ist eher was für die ganz ferne Zukunft. Dieses Auto hat nicht einmal mehr ein Lenkrad. Aber auch hier zeigt sich, wie Audi das Platzangebot, was sich durch den kleinen Elektroantrieb anbietet, ausreizt und auch die LED-Technik als Beleuchtung integriert. Ich denke mal, da werden wir noch richtig schicke Autos sehen. Von da geht's weiter zu VW. Bei VW gibt es nicht nur das zu sehen, was man schon kennt, E-Golf und GTE und Passat GTE, sondern es gibt Neuheiten. VW entwickelt ja einen Modulbaukasten für die Elektromobilität. Das heißt, sie fangen nochmal komplett von vorne an und entwickeln eine Plattform oder einen Modulbaukasten aus verschiedenen Bausteinen, mit denen sie Elektroautos bauen können, unter Berücksichtigung, dass das ja alles viel kleiner ist als so ein Verbrenner. Auf dieser Modulbauweise kann man dann zum Beispiel dieses Auto bauen, den VW Buzz mit zwei Z geschrieben am Ende. Die Modulbaukastenreihe heißt EID, das ist also ein VW ID Buzz. Daneben steht die Studie VW ID, also das Grundfahrzeug, vielleicht so etwas wie ein VW Golf der Zukunft. Hier kann man ganz deutlich sehen, dass die Platzverhältnisse unheimlich großzügig sind. Das Auto ist draußen so groß wie ein Golf und hat innen drin Platz wie ein Passat. Das Lenkrad ist hier so eingefahren, weil die Fahrzeuge autonom fahren können. Dazu gehören diese Eishockey-Pucks da oben in der Ecke am Dach. Das sind vier, in allen vier Ecken ist eins. Vier Lasers, also LIDAR. Dazu gibt es Kameras, Ultraschall und das ganze Pipapo zum autonomen Fahren. Head-Up-Display, das ermöglicht dann ein unheimlich clean Armaturenbrett. Dritter im Bunde ist der ID Cross, das ist so eine Art Geländewagen-Version dieser Plattform. Ist so ein SUV-Ding, wie das heute so ein bisschen üblich ist. Man sieht hier an dem roten Fahrzeug schön, wie diese kleinen Teile an den Türen ausklappen. Das sind nachher die Rückfahrkameras oder die Außenspiegel sozusagen, die, wenn man losfährt, dann ausfahren und wenn man parkt, dann einfahren. Wieder so ein aufgeräumtes Armaturenbrett mit Head-Up-Display, kleine Display-Einheiten. Ist alles super, super schick gemacht und unheimlich viel Platz drin.
VW wird 2020 mit diesen Autos auf der Straße starten. Das heißt wahrscheinlich erst mit dem normalen ID und dieser Geländewagen kommt dann einen Tick später, aber es geht dann los. Nebenan bei Porsche gab es nur die aktuellen Hybridmodelle zu sehen. Ich bin gespannt, wie sich so ein Markenwert wie Porsche in die neue Welt der Elektromobilität übersetzen lässt. Ich denke mal, da werden sich schon was richtig Schickes ausdenken. Thunder Power, eine neue Firma aus dem asiatischen Raum, die mit einer Limousine schon etwas Aufsehen erregt hat. Man wird das Auto demnächst bestellen können, so wie man das immer macht, eine Anzahlung leisten und wenn er dann da ist, den Wagen voll bezahlen. Das hat Tesla mit dem Model 3 ja vorgemacht und nun machen es alle anderen nach. Vorne in der ersten Reihe an dem Modell schnüffeln praktisch schon meine beiden YouTube-Kollegen Tesla Markus und der Frank von Schräg, mit denen ich dann noch ein bisschen über die Messe gegangen bin, dazu später mehr. Ja, und dann wird mit großem Tamtam und Bohai von den chinesischen Ehrengästen ein neues Modell enthüllt, ein Geländewagen, sozusagen die Antwort auf den Tesla Model X. Applaus gibt's auch. Etwas verhalten. So eine Darbietung kennt man schon, steht eigentlich in jedem Tesla-Shop, so ein sogenanntes Skateboard, also das Chassis von einem Tesla-Elektroauto. Das hier ist das Chassis von Thunder Power. Und allein die Art, wie es da so steht, mit dem ganzen Blech dran, macht eigentlich wenig Appetit. Es ist alles so genietet und abgesägt. Bei Tesla sieht es irgendwie schicker aus. Das Armaturenkonzept mit diesem Display, was da so einmal rüber geht, ja, ich möchte es mir in der Wirklichkeit gar nicht vorstellen, wenn da die Sonne reinscheint und man sich auf den Straßenverkehr konzentrieren muss. Tesla Markus hat es ausprobiert, müsste man ihn eigentlich auf seinem Kanal mal fragen, wie er das fand. Ich denke mal, in der Praxis finde ich das Spiegelnde und mit diesen ganzen Fingerprints da drauf, ich würde es wahrscheinlich störend finden. Das Logo von Thunder Power erinnert mich so ein bisschen an die US-Cars der 50er Jahre, als die Rakete in das Automobilzeitalter hineinkam. Schick gemachte Designs. Von hinten sieht das Teil allerdings aus wie ein Porsche Cayenne mit einem schlecht reparierten Heckschaden. Na cool. Euer Eindruck von der Messe bis jetzt? Ich bin ein bisschen erschlagen, muss ich sagen, ganz ehrlich. Wir sind ja heute auf dem Pressetag hier und es sind die ganzen Pressekonferenzen. Und es ist immer, wenn man nicht rechtzeitig da ist am Stand, dann sieht man nichts. Und wenn man ganz vorne sitzt, sieht man alles. Und es ist immer eine riesen emotionale Show. Also gerade bei den ganz großen Konzernen, eine emotionale Show. Und da sieht man auch, ja, Auto ist Emotion. Und das kommt dann rüber, wenn man mittendrin sitzt, richtig schön. Was dann übrig bleibt, ist natürlich die Frage, ja, ich habe jetzt Emotionen geweckt, ich habe einen Bedarf geweckt in mir, ich habe einen Impuls, ich möchte es kaufen. Und dann frage ich manchmal dann, und das kommt dann nichts. Ja. Und manchmal 2020, manchmal 2022. Ja. Und das ist dann wieder eine Enttäuschung. Ja. Gut, ich bin unterhalten worden hier, das ist schön. Aber es ist auch voll, ich bin auch müde. Ja, geht mir ähnlich. Ein paar Hallen haben wir ja noch, ne? Ja, ja, ich habe noch was auf meiner Liste. Für mich ist auf jeden Fall so, man sieht hier oder man hört hier das Endzeitgebrüll der Verbrennungsmotoren. Das ist schon eindeutig. Gebrüll. Das Gebrüll noch, genau. Ziemlich laute Shows, ziemlich laute, auch wenn sie mal die Motoren anlassen. Das machen sie ja nicht so hier in den Hallen. Ich finde es auch bezeichnend, dass die ganzen Hersteller, die gerade in der Elektromobilität führend sind, die angeblichen Marktführer, wie es auch schon genannt wurde hier, nicht anwesend sind. Ja. Auch Firmen, die hier ein Statement abgegeben haben, wie Volvo, nicht da sind. Ja. Das ist schon auch bezeichnend, das habe ich damals schon mal erlebt, wo Apple nicht mehr auf der CeBIT war. Ja. Und eigentlich alle über Smartphones und Tablets geredet haben. Das ist hier genau dasselbe. Eigentlich die Welt will Elektroautos in irgendeiner Form, auch die Politik, aber hier auf dieser Messe ist das irgendwo gerade nicht so richtig sichtbar. Zumindest nicht in absehbarer Zeit. Wir sind ja 2017, Ende 2017, 2018 haben wir nichts, 2019 haben wir scheinbar auch nichts. Wir haben 2 Jahre nichts, sieht so aus. Aber wir haben eine Strategie, zumindest hat mir das der Chatschke gut erklärt heute Morgen bei seiner Pressekonferenz. Er hat eine Strategie.
und er weiß auch, wo der Weg hingeht. Und er hat ein bisschen aufgezeigt, wie das Endziel erreicht wird, also in Anführungszeichen, dass wir voll elektrisch fahren alle. Und dann hat er gesagt, wir müssen noch auf den Diesel setzen, weil das ist das Einzige, was wir haben gerade, oder auf den Benziner. Wir machen den Hybrid dazu und wir machen aber auch das E-Auto jetzt. Und das alles ist halt eben jetzt nach und nach verfügbar, aber wir machen heute machen wir noch den Benziner und das bisschen Hybrid. Die zeigen ja sehr viel Hybrid-Autos hier, aber sie zeigen leider kein vollelektrisches Auto. Und da ist, aber er sagt, es kommt. Der VW ist schon einen Schritt weiter. Der sagt schon, wir machen auf jeden Fall Elektro, gar nichts mehr. Die reden nicht mehr von ihrem Benziner und ihrem Diesel so richtig. Sie wollen komplett umstellen. Mir fehlt jetzt noch die Aussagen so von BMW. Weiß ich nicht. Da war ich noch nicht, aber hätte man jetzt ja den nächsten Schritt erwartet. Ja, da muss man gucken, i3 müsste es noch was jetzt kommen. Auch nicht gehört, die haben den i3 ein bisschen faceliftet und ein bisschen sportlicher, aber auch nicht so, dass wir das nächste Fahrzeug haben. Ich weiß nicht, es war irgendwas mit dem Dreier angesagt, wir müssen mal gucken. Ja. Dem richtigen Dreier. Der Dreier ist ja eigentlich elektrisch war angesagt, als Gerücht. Ja. Genau, deshalb habe ich auch gehofft, dass es ein i5 gibt oder sowas, aber anscheinend gibt es nichts. Wie da die Verfügbarkeiten sind. Ich würde mir auch gerne den Plug-in-Hybriden, den Zweier, nochmal dort angucken, nämlich. Der hat mich ja ein bisschen gestört, dass der noch die alten Rundinstrumente drin hat und noch nicht so den Next Step. Das soll wohl auch kommen. Und dann schließt da BMW auch wieder auf. Weil die bei mir ja jetzt bei meinem Vergleich die einzigen waren, die auch mal so ein bisschen einem entgegengekommen sind im Preis. Da hast du Innovationsrabatt gekriegt oder irgendwas. Und das war jetzt bei VW zum Beispiel gar nicht und deshalb waren da die Autos sowas von teuer, dass man echt sich gefragt hat, wie wollen sie die eigentlich verkaufen. Was da auch noch offen ist, ist nochmal bei Opel, ob da noch irgendwas zu sehen ist. GM ist ja auch nicht da oder Chrysler oder irgendjemand, die sind ja alle nicht da mit ihrem Bolt. Und Ampera E ist ja ein Trauerspiel, wir wissen nicht, ob man jemals das Auto in Deutschland wirklich richtig kaufen können wird. 400 Stück, glaube ich. Ja, aber nur also 400. Aber alle verliest. Ja, über 10 in der Schweiz kann man sie aber eigentlich kaufen. Seltsam. Okay. Aber es ist wohl weiterhin mit gedeckelten Stückzahlen, weil das wäre ja auch das Auto, was eindeutig jetzt, wenn man einsteigen will, aus der Wahl wäre. Schade. Ich habe gehört und gelesen, Nissan steht nur noch auf der Cebit. Das geht ja jetzt auch so ein bisschen durcheinander. Also in einer Zeitung, dass Nissan nur zur Cebit geht. Ganz komisch. Ja. Einige gehen zur CES, Volvo geht nur nach Genf. Also das bröckelt so ein bisschen jetzt, dass man keine Messe mehr so hat, wo man dann alles sehen kann. Je mehr Computer man reinbaut, da muss man plötzlich auf die Computermesse. Das ist auch ein Gedanke. Weil jetzt ist ja Facebook hier oder ich weiß nicht, wer noch hier ist von den... Facebook und Google sollen hier sein. Ja, die sind ja plötzlich hier, dann kann man ja auch PC bezahlen. Der Trend Digitalisierung, der hier dann umgesetzt wird mit Facebook und Google. Vielleicht müssten alle wieder auf der Hannover Messe sein, so wie ganz früher. Genau. Da war irgendwie alles auf der Hannover Messe. Oder es gäbe eine neue Elektroautomesse. Ja, richtig große dann. Aber ich glaube, da wenn, dann gibt es die an China wahrscheinlich. Wahrscheinlich die in China. IAA in 100 Jahren ist doch so eine, ne? Ja. Auf jeden Fall. Also in 100 Jahren ist es auf jeden Fall passiert, oder? Also ich könnte mir auch vorstellen, dass man die wahrscheinlich jährlich machen muss. Und die Tatsache, dass das alle 2 Jahre ist, war bei der Funkausstellung früher genauso. Und gerade in der Digitalisierung ist die Innovationszeit viel zu kurz. Also alle 2 Jahre, das sind selten. Ich glaube, auch beim Elektroauto gibt es nachher, so wie früher in den 50er Jahren bei den amerikanischen Autos, wo jedes Jahr ein neues Modell kam, sowas wird es auch geben, weil das Update, das geht nachher so schnell. Es ist ja immer so, in den alten Krimis konntest, sagte der Polizist ja immer, der fährt einen 74er Ford irgendwas. Also man konnte von draußen genau das Baujahr sehen. Ich denke mal, das kriegen wir wieder. Ja, ist dann vielleicht aber die Frage, wie lange halten diese Autos dann? Wenn du ständig ein Update kriegst, ständig neue kriegst, dann dürfen sie eigentlich auch nicht so lange halten, sonst kauft sie ja keiner. Ja. Obwohl ich das ja schon auch nochmal gut fände, wenn sie wieder 10 Jahre halten würden, ohne dass es vielleicht kaputt geht. Und für die Gewährleistung überleben. Das müssen wir dann sehen, was da passiert. Gut. Ja. Gehen wir mal weiter schauen, oder? Wir gehen ein bisschen weiter schauen. Ja. Jo. So viele Hyundai Ioniqs auf einem Haufen, wo die doch so lange Lieferzeiten haben. Das hier war eine Fahrveranstaltung, das heißt, man konnte diese Fahrzeuge hier Probe fahren. An dem Pressetag, an dem wir da waren, wollte wohl noch keiner so richtig ran. Insofern standen die hier alle ziemlich verwaist in Halle 10. Von dort geht's zu dritt weiter in die BMW-Halle.
Zu BMW gehört ja auch Mini und deshalb gibt es gleich vorne an den Mini Electric Concept. 2019 wird das Auto auf den Markt kommen. So richtig über Antrieb und elektrische Fahrleistung ist noch nicht wirklich was bekannt. Es könnte sein, dass BMW dort die Batterie- und Antriebseinheit vom i3 verbaut. Allerdings haben Minis Frontantrieb und der i3 hat Heckantrieb. Wird spannend, wie sie das lösen. Vom Design her sehr schick und zumindest im Concept Car rückleuchten als Union Jack. Und gleich nebenan steht der Mini Countryman als Plug-in Hybrid. Die Plattform, auf dem das Auto steht und die Technik darin, kommt vom 2er BMW. Das Fahrzeug steht drüben in der Halle, das sehen wir gleich nochmal. Mit dem Plug-in Hybrid hat das Auto einen Allradantrieb, da der Benziner auf die Vorderräder geht und der Elektroantrieb auf die Hinterräder. Was in dem Fahrzeug ganz lustig ist, so typisch Mini eben, sind diese ganzen Applikationen. Das E hier hinten links, was auf den Elektroantrieb hindeutet, und neben der Fahrertür im vorderen Kotflügel dann der Typ 2 Ladestecker, der unter so einer richtig massiven Abdeckung verborgen ist. Da ist sie richtig schick gemacht. Mini eben. Ja, und das ist der neue BMW i3 S Sport. Ich finde, der steht von hinten richtig gut da. Die Spur ist etwas breiter, die Reifen sind breiter und da gibt es noch so eine Chromspange, die ihn so ein bisschen in die Breite zieht. Ansonsten ist es faktisch derselbe Wagen. Er hat etwas mehr Leistung, 10 kW mehr Leistung, etwas mehr Drehmoment und das ESP ist so abgestimmt, dass die Hinterräder auch ein bisschen Schlupf haben dürfen. Von vorne gibt es eine neue Frontschürze und das ganze Auto hat zumindest in der S-Version dann deutlich mehr Standing, steht einfach so ein bisschen breiter auf der Straße. Bei BMW gibt es auch alles in Hybrid. E-Drive ist das Badge, auf das man dann achten muss. Hier der 2er BMW habe ich ja schon mal gefahren, habt ihr in meinen Videos schon gesehen. Der neue 5er auch als Hybrid, 530e. Vorne im Fahrerkotflügel ist der Ladeanschluss, immer so typisch bei BMW. Bei Mercedes ist er hinten rechts, bei BMW ist er vorne. Wie bei Mercedes hat auch der Kofferraum von 5er Hybrid eine erhebliche Kante drin durch die Batterie. Deshalb geht er auf der Messe wahrscheinlich gar nicht erst auf. Das hier ist der X5 Geländewagen, gibt es auch als Hybrid. Und da ist die Batterie etwas netter integriert. Ist allerdings auch wieder eine Erscheinung, das Auto, also ein Riesenvieh. Und dann mit E-Kennzeichen an der Ladesäule, das Ganze ist irgendwie absurd, aber es ist halt so. Auch den 3er BMW gibt es als Hybrid, BMW 330e, habe ich auch schon mal gefahren, Test findet ihr auf meinem Kanal unter den Videos. Der Kofferraum ist ein Tick flacher, die Batterie ist hier so großflächig integriert, da gibt es keine Treppenstufe, dafür ist der ganze Kofferraum kleiner. Und vorne neben der Fahrradtür wieder der Typ 2 Ladestecker und das Badge hinten an der C-Säule. Das i, da unten drunter steht für e-Performance, das ist die Formel, mit der BMW den Hybridantrieb antrieb. Es soll eben auch ein bisschen die Leistung gepusht werden durch den Elektroantrieb. Ja, und natürlich, wer hätte es gedacht, auch den 7er gibt es mit dem e-Drive-Badge, ein 7 irgendwas i, ich weiß gar nicht was für ein i oder e, und auch ein riesen Teil und durch den Elektroantrieb auch fähig, mit einem E-Kennzeichen zugelassen zu werden. Ja, Studien gab es auch. Hier eine Studie zum BMW Z4, dem kleinen zweisitzigen Roadster, der demnächst wieder auf den Markt kommen soll. Aber so richtig was zum Thema Elektromobilität gab es so frei in der Halle zu sehen nicht wirklich. Wir haben da ein bisschen gesucht. Hier vielleicht, da vielleicht, Elektromobilität, ja, ist richtig, aber da haben wir uns was anderes vorgestellt. Und leider haben wir die Show verpasst, denn da hinten in weiß steht der BMW iVision Dynamics. Die Studie zum Einstieg von BMW in die Elektromobilität à la Tesla, da, das weiße Auto. Und dieses Auto wird 2020 auf den Markt kommen und soll den Tesla jagen.
technische Daten im Moment noch nicht zur Verfügung. Schauen wir mal. Das hier war ganz witzig von BMW, so eine Ahnengalerie der Motoren. 12 Zylinder, 8 Zylinder, 6 Zylinder, 4 Zylinder, 3 Zylinder und dann am Ende einen Elektroantrieb. Und da kann man mal wirklich sehen, wie klein das Ganze ist und was sich dann nachher für Möglichkeiten anbieten, wenn der Elektroantrieb in das Fahrzeugdesign integriert wird. Da ergeben sich ganz andere Platzverhältnisse. Ja, wir bleiben bei Buchstaben B und sind nebenan bei Borgward, eine Marke, die es ja schon mal in Deutschland gab, aus Bremen, so in der Wirtschaftswunderzeit. Heute gehört die Marke den Chinesen, die uns mit diesen Fahrzeugen beglücken wollen. Die Fahrzeuge gibt es als Verbrenner und in Deutschland soll sie dann angeblich als Elektroauto kommen. Das ist der BXi7, eine Studio- oder ein Vorserienmodell von diesem Fahrzeug. Als Verbrenner, wie gesagt, wohl schon erhältlich, als Elektroauto kommt er später. Sieht so ganz gefällig aus, ganz schick gemacht. Zu dem Zeitpunkt, wann er kommt, durfte ich dann das Gespräch hier vor mir belauschen. Da ging es genau darum, aber hört selbst. Genau. Der Elektro wird aber 2019 dann in Deutschland seine Premiere feiern. Da Borgward bis jetzt noch in China produziert, in Stuttgart auch zusammenbaut, aber in Bremen jetzt ein neues Werk errichtet, wo praktisch die ganze, dann der Hauptstandort sein soll für die ganze Elektro. Fertigung und Abwicklung für einen Borgward. Okay. Also er wird so schon kommen. Er wird vielleicht manche Design-Elemente oder so werden leicht anders aussehen als jetzt hier auf der Messe. Das ist viel für die Messe so gemacht. Aber in Art und Weise. Wird dann in Bremen gebaut. Genau. Rein Elektro wird in Bremen dann gebaut. Und ja. Aber sonst was Sie jetzt vom Armaturbrett sehen, bis das Rohbesteckmuster, was er zieht und Leder, das ist alles schon. Ist eine Serie jetzt auch schon beim BX7 drüben verbaut ist. Okay. Den BX7, also die Benziner-Variante oder Verbrenner-Variante, zeige ich euch gleich nochmal. Interessant, der Ladeanschluss. Ja, lasse ich mal unkommentiert. Das ist der BX7, das ist also das Serienfahrzeug mit Verbrennermotor und im Prinzip die Vorlage für die Version mit dem Elektroantrieb. Ob das Fahrzeug dann auch so ein 6- oder 7-Sitzer wird, weiß ich noch nicht. Sieht aber ganz schick aus und entspricht auch so ein bisschen diesen SUV-Wünschen, den die Kunden heute so haben. Die Griffe kennt man von Porsche Cayenne. Ein bisschen abgucken ist ja erlaubt. Das ist die Studie von Borgward, der Borgward Isabella. Isabella ist ein Name, mit dem Borgward früher Coupés verkauft hat. Die trifft man heute noch auf Oldtimer-Veranstaltungen. Borgward Isabella, der Name ist also wieder da. Das ist eine Studie für ein Sportcoupé, natürlich mit elektrischem Antrieb. Mal schauen, was es davon in die Serie schafft. Auch hier kann man wieder sehen, wie die Platzverhältnisse sich verändern, wenn man dem Auto diesen doch sehr sperrigen Verbrennungsmotor raubt. Da bietet sich ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten. Dann kombiniert mit der LED-Technik kann man da richtig schicke Sacken draus machen. Ja, gegenüber war der Stand von Kia. Hier mit dem Kia Optima Plug-in Hybrid als Kombi. Richtig schickes Fahrzeug, so ein richtiges Familienfahrzeug. Schön viel Platz, sowas wie ein VW Passat. Ich fand den richtig gut. Und als Plug-in Hybrid wäre das ja mal was für einen der nächsten Tests, oder? Muss ich mich mal drum kümmern. Großer Kofferraum, richtig viel Platz. Auch innen alles schick und relativ komplett ausgestattet. Daneben der Kia Niro, ein kleines Fahrzeug. Oder Kleinwagen, Kompaktwagen, der auch als Plug-in Hybrid angeboten wird.
Und daneben steht der Kia Soul, ein Elektrofahrzeug, das ihr auch schon von meinem Kanal kennt. Habe ich schon mal gefahren. Sieht man nicht so häufig in Deutschland, ist aber ein ganz schickes Elektroauto. Ja, da ist er. Und nebenan ein Ausblick in die Zukunft. Gar nicht so sehr, was die Antriebstechnik angeht, sondern das Design. Das ist so eine Studie, die mal zeigt, in welche Richtung Kia sein Design weiterentwickeln will. Ist vom Kia Stinger abgeleitet und sieht richtig scharf aus. Honda will ab 2019 tatsächlich Elektroautos anbieten und damit auf den Markt kommen. Einen ersten Ausblick bietet die Studie der Honda Urban EV Concept. Vor allen Dingen innen drin sieht ja so ein bisschen aus, als wenn die Jungs von Pimp My Ride zugeschlagen hätten. Es gibt Displays überall. Dann weiter zu einem der größten Automobilhersteller der Welt, zu Ford. Elektromobilität war auf dem Messestand überhaupt nicht sichtbar. Und das Teil, was aussieht wie eine Ladesäule, ist ein Fotoautomat. Schade. Bei Opel hatte ich endlich mal Gelegenheit, den Opel Ampera e in Natura zu sehen. Ein Fahrzeug, das man sonst nicht zu Gesicht bekommt, weil es eigentlich ausverkauft ist. Die Charge, die Opel bestellt hat, ist schon verkauft oder verleased, muss man ja sagen. Der Wagen ist ungefähr so wie ein BMW E3 ungefähr, aber mit einem größeren Kofferraum und so ist so ganz gut nutzbar. Akkugröße 60 Kilowattstunden, und damit sind einige schon bis zu 700 Kilometer weit gekommen, habe ich gelesen. Also der Wagen hat eine gute Reichweite. Auch Tesla Markus war ganz angetan von dem Auto. Was sagst du denn dazu zu dem Ganzen hier? Also das sieht ja recht futuristisch aus, aber irgendwie auch nicht überkantitelt. Na, er wird unheimlich fürs Display gelobt. Ja, das ist sehr scharf, kann ich bestätigen. Sehr scharf und auch sehr informativ. Und ich glaube, ich habe den noch nie gefahren. Ich glaube, dass man das ein bisschen einstellen kann, so wie man es gerne haben will, was da so angezeigt wird. Hier in der Mitte, das ist alles toll gemacht. Ja. Das Display in der Mitte finde ich ein bisschen schräg. Ja, der Kollege ist leider schon weg. Herr Schräg ist weg, aber... Bei mir ist der Akku leer. Achso, okay. Ich versuche mal hier so ein bisschen... das Schräge zu filmen, also ich sag mal, wenn die Sonne so hier reinscheint in den Wagen, dann finde ich so den Winkel ein bisschen sehr flach, sagen wir es mal so. Display ist ganz schick. Ja, schade. Man sieht, braucht man sich ja mit dem Auto nicht zu beschäftigen. Man kriegt ihn nicht. Sind wir wieder mit voller Akkuladung, 100%. Mit beiden. Das ist der leere. Der ist auch ein Problem der Elektromobilität. Nicht ja, genau. Der Kameraakku alles. Ja, nee, es ist nicht verfügbar, das Auto. Aber es ist so, ich habe das gerade gesagt, bevor du eingestiegen bist, das zieht sich so durch diese IAA durch. Man sieht sehr viele schöne Sachen, aber man kann die nicht kaufen. Und das, was man kaufen kann, das kennt man schon. Ja. Im Grunde genommen ist es das, was du heute beim Händler siehst. Das steht hier nochmal. Mhm. Und dann gibt es tolle Konzeptautos, die Lust machen auf mehr. Ja. Und im Prinzip war es das dann. Ja. Also. Aber auch das hier, wenn ich das so sehe, es würde mich wirklich interessieren, würde mich intensiv damit beschäftigen, wenn ich es kaufen dürfte. Ja. Das Einzige, was mich jetzt aus der Messe hier fasziniert hat, ist der i3 von BMW. Das Facelift gefällt mir auch mittlerweile ganz gut. Innen drin ist auch sehr schön. Aber es ist eigentlich kein wirklich neues Auto. Nee, und es ist auch wirklich teuer. Also ich finde das für das Auto wirklich teuer. Ich glaube, die Abmessungen innen drin sind ähnlich wie hier bei denen. Ja. Und dieser dürfte halb so teuer sein, oder? Ja, der hat aber mehr Kofferraum, habe ich gesehen. Also der Kofferraum geht tiefer runter. Nur größer Akku. Das kann man gut benutzen. 60 kW Akku soll hier drin sein. Super Auto. Ja. Aber irgendwie schade. Nee, noch schön. Man sitzt gut drin. Also es ist angenehm. Also es ist irgendwie alles am richtigen Platz. Ja. Vielleicht kann man das irgendwie aus der USA importieren. Meinst du, da geht was? Ja, die müssen ja einen anderen Stecker haben. Dann eher Norwegen oder sowas. Norwegen. Die werden, glaube ich, viel in die skandinavischen Länder geschickt, weil da die Elektromobilität natürlich einen anderen Stellenwert hat. Und wenn man von dort einkriegen könnte, ich weiß es nicht. Vielleicht. Ich würde das mal ausprobieren. Also wo ich jetzt hier drin sitze, also interessiert mich das Auto. Ja.
Du sagtest, das Display ist hier eventuell etwas schräg. Ich finde es sehr flach, sagen wir mal. Das heißt schräg, ich finde es flach. Ja, wir haben halt hier kein Dach, dann geht es vielleicht. Da die Scheibe ja schon sehr, sehr weit. Bei euch im Norden scheint die Sonne ja ein bisschen tiefer als bei uns. Aber seltener. Also bei uns ist ja so, dafür haben wir den Vorteil, dass wir mittwochs immer sehen können, wer Sonne zum Besuch kommt. Ja genau, das finde ich, das Weite ist toll. Genau. Das ist jetzt auch schön, wo wir jetzt hier in Rastatt leben, ist das gleiche wie auch am Niederrhein, auch ein bisschen weit. Ja. Ja. Und das genießen wir auch. Aber natürlich bei dir da oben ist es natürlich noch viel, viel schöner, viel, viel weiter. Ich glaube, ich bin ein bisschen schräg auch hier. Guck mal hier, ich kann, dreh mal eine Kamera mal, dann kannst du hier dann dein ganzes Bedienpanel hier anpassen, wie du es haben willst. Oh, er hat die gleiche Wuschel wie ich. Ja, ja, Wuschel. Wuschel, Wuschel, wir können uns wuscheln. Tote Katze, ne? Also das Display und so. Wunderbar. Laden. Also das zentrale Display ist ein bisschen größer als das hier, aber es ist zumindest mal noch eins da. Bei Model 3 ist ja nur das zentrale, dafür ja größer als hier. Aber das fühlt sich schon an wie ein richtiges Auto und so von der Verarbeitungsqualität her. Alles gut. Es ist mehr als Concept Car, oder? Viel mehr. Ja, bloß halt nicht verfügbar in Deutschland. Aber ich kümmere mich mal drum. Das schauen wir mal. Vielleicht können wir es doch irgendwo herkriegen. Also hier steht noch auf dem 440 Kilometer drauf. Und der Akku ist ziemlich... Wo sieht man das mit dem Akku? Ja, ich befürchte, dass diese Display-Anzeigen hier für die Messe so ein Special... Das ist ein Fake? So ein Special Fake sind, weil das wird ja auch irgendwann ausgehen. Ah ja, stimmt. Muss man mal gucken, aber ich glaube, dass solche Reichweiten mit dem Auto durchaus möglich sind. Und die auch schon gefahren worden sind. Ja, mal gucken, ob wir irgendwo einen Strom sehen. Energie. Ja, fährst du ja nicht. Also insofern. Ja. Dann können wir es rumspielen. Aber es macht nicht wirklich. Aber es hat vorhin die Musik wenigstens gemacht. Ja, ja. Hat hier zwei USB-Anschlüsse, AUX-In. Ja, alles da. Also zumindest mal ein Auto, was man kaufen kann und was ich in Natura noch nicht gesehen hatte. Insofern mal eine der wenigen Überraschungen hier auf der Messe. Ja, vielleicht gibt es noch eine Überraschung. Gucken wir mal, wir sind noch nicht ganz durch. Vielleicht entdecken wir noch einen Tesla 3 hier. Das war ja versteckt. Das war ja doch lange so das Gerücht, dass Model 3 irgendwo gezeigt wird. Ne? Haben die doch gar nicht nötig. Läuft doch. Läuft doch, ne? Das ist auch, glaube ich, hier die Taktik von den Leuten. Die, auch Renault jetzt ist keine Zoe hier. Warum sollen sie die zeigen, wenn sie eh nicht nachkommen im Produzieren? Ja. Ja, vielleicht ist das auch gewollte Bremse. So wie bei unseren deutschen Autoherstellern, dass die einfach, die sind dran alle. Aber sie können noch nicht richtig liefern, weil die Lieferkette ist nicht aufgesetzt. Also die Messe macht schon ein bisschen Lust drauf, dass man überlegt, na, wenn das losgeht, wozu sind die fähig, was kann da kommen, das macht schon irgendwie Lust. Aber es ist so, ist eigentlich wie eine Piepshow, ne? Gucken, aber nicht anfassen. Das ist so. Gut, das ist eine Piepshow, ja. Aber mich hat das bei Mercedes-Benz schon überzeugt, die Präsentation, und es hat Hand und Fuß gehabt, was der gesagt hat. Hat es auch. Er muss halt eben die zig 100.000 Mitarbeiter irgendwie beschäftigt halten und er muss das nach und nach umsetzen in diesen Fabriken. Also er muss den Diesel weiter bauen, das verstehe ich auch, der Zetschke, er muss es tun. Mhm. Ja. Und er muss gleichzeitig einen Hybrid voranbringen und trotzdem die E-Mobilität und das reine E-Auto. Und das hat es alles, der hat alles auf dem Schirm. Also der hat das wirklich gut erklärt. Und ich glaube ihm das auch, dass er das macht. Aber ich hoffe natürlich, dass wir die Kurve kriegen noch. Aber ich habe jetzt da ein gutes Gefühl bei Benz. Also ich hoffe auch, ich würde lieber ein deutsches Auto kaufen als Deutscher, denn da hängen Arbeitsplätze dran, die hier im Land sind. Klingt jetzt ein bisschen doof, aber es ist einfach so. Und ein chinesisches Auto kann man kaufen, na klar, aber lieber würde ich eins kaufen. Und wenn es ein chinesisches ist, was in Deutschland gebaut wird, sagen wir es so. Gut, schauen wir mal. Gut, hier drin wird es heiß, wir steigen mal aus. Ja genau, sehr warm. Vom Messestand habe ich noch das Gerücht mitgenommen, dass man aus der Zusammenarbeit mit dem PSA-Konzern ein neues Elektroauto erwartet, was wohl schon recht bald kommen soll. Und an jeder Ecke stehen die Asiaten mit aufregenden Konzeptfahrzeugen zur Elektromobilität. Das ist ja auch ganz einfach, denn in Elektro und Elektronik, das können sie. 500 Kilometer Reichweite steht hier wieder am Preisschild. Und ob es das Auto dann wirklich gibt und ob es in Europa verkauft wird, werden wir dann sehen.
Auf der IAA gibt es natürlich auch ganz, ganz viele Automobilzulieferer, die immer so ein bisschen ein Schattendasein fristen, weil sie kein Auto vorne rumstehen haben und man schnell dran vorbeiläuft. Hier zum Beispiel die Firma Webasto, die kenne ich nur für Standheizungen. Und da tauchen plötzlich Ladestationen auf, elektrische Heizmodule für Elektroautos, denn die müssen ja eine Heizung haben. Und auch eine Fahrbatterie wird hier präsentiert. Also da kommen ganz neue Ansätze und Geschäftsmöglichkeiten auch für solche Firmen. Und ich glaube, da gibt es auf der Messe ganz, ganz viel zu sehen. Bei mir hat die Zeit leider nicht ausgereicht und man muss sich natürlich auch damit wirklich auskennen und einarbeiten, wo man da was gucken kann. Wer die Filme von Louis Dufigné, zum Beispiel den Gendarme von Saint-Tropez kennt oder Saint-Tropez kennt, der kennt den Citroën Mehari. Das war eigentlich eine Ente oder ein Fahrgestell einer Ente mit einer Kunststoffkarosserie drauf, die so eine Form einer Badewanne mit Rillen hatte. Höchst unsicher, anschnallen brauchte man sich da drin nicht. Wenn man einen Unfall hatte, war man wahrscheinlich gleich weg. Das ist die Neuinterpretation des Autos. Ebenfalls Kunststoffkarosserie, hat so leicht diesen Badewannencharakter von früher und fährt komplett elektrisch. Citroën gibt bis zu 200 Kilometer Reichweite in der Stadt an. Das Fahrzeug hat angeblich auch irgendwelche Auslässe im Boden, wenn das Regenwasser reinläuft. Ja, macht einen sehr, sehr spartanischen Eindruck, aber pfiffig, witzig, so ein Sommerfahrzeug für die Stadt. Man kann das Dach abnehmen und elektrisch und lautlos durch die Stadt sausen. Ein Kofferraum hat das Fahrzeug auch und da drin gibt es so eine Art Schmuggelgeheimfach, was abschließbar ist, wenn man den Wagen offen stehen lässt. Das Auto, was hier steht, ist eine Sonderversion oder eine Special Edition, eine Limited Edition, die zusammen mit einem sehr bekannten französischen Designer entstanden ist. Der normale E-Mihari sieht ein Tick einfacher aus. Ja, bei Toyota steht der Mirai, der Wasserstoffwagen von Toyota. Ein Auto, das man in Natura im Straßenverkehr höchst selten sieht, denn man muss es leasen, kostet glaube ich über 60.000 oder hat einen Wert von über 60.000 Euro. Es gibt so eine Leasingrate mit Wasserstoff-Flatrate oder irgendwie so, ganz komisches Geschäftsmodell. Das Auto ist sehr, sehr futuristisch designt. Was auffällt, ist diese Unterteilung zwischen Fahrer und Beifahrer, auch hinten mit diesem riesen Teil in der Mitte. Und der Wasserstofftank, der sitzt im Kofferraum und macht damit auch leider ein Umlegen der Rückbank unmöglich. Das heißt, der Kofferraum ist relativ klein für das Auto und man kann ihn auch nicht vergrößern. Wie gesagt, ist ein Modell, was man sehr, sehr selten sieht. Daneben steht der Toyota Prius in der Plug-in-Hybrid-Version, also es gibt ihn ja als normalen Hybrid, dann hat er keinen Stecker und das ist ein Plug-in-Hybrid. Sehr interessant fand ich das Dach mit einer Solarzellenkonstruktion drauf, Sono Motors lässt grüßen. Ist ja auch eine Idee, die nicht exklusiv für Sono Motors quasi patentiert ist. Ich denke mal, sowas werden wir hin und wieder nochmal sehen, Solarpanels auf der Karosserie oder speziell dem Fahrzeugdach. Das Design erinnert dann so ein bisschen an den Mirai. Das scheint so die Formsprache zu sein. Sicherlich ein super duper CW-Wert, aber man muss es eben auch mögen. Sehr imposantes Heck mit einem sehr hohen Heckabschluss. Der nächste Asiate im Bunde, Wei oder wie auch immer man das ausspricht. Die Flügeltüren, ja, Tesla Model X sozusagen, und im Prinzip braucht man sich das aber wahrscheinlich gar nicht groß zu merken, denn an den Exponaten steht dran, dass diese Autos nicht in Europa verkauft werden. Am Stand von Hyundai war natürlich der Ioniq zu sehen in allen drei Versionen, Plug-in, Hybrid und Electric. Die ähneln sich eigentlich ziemlich, die Unterschiede sind sehr schwer zu erkennen. Und ich hatte ja noch eine Frage mitbekommen von einem meiner Zuschauer, was denn mit den Lieferzeiten ist und ob sich da was machen lässt. Habe ich gefragt und die Antwort trage ich euch hier kurz vor.
Ja, und nochmal ein Hallo, dieses Mal live auf dem Stand von Hyundai vor dem IONIQ Electric. Und eine Frage der Zuschauer meines Kanals war, was es denn zum Thema Lieferzeiten als Neues gibt. Die Lieferzeit für ein IONIQ Electric beträgt roundabout ein Jahr, 12 bis 14 Monate im Moment, die man warten muss, wenn man so ein Fahrzeug haben will. Nach Auskunft dessen, was ich hier am Stand gehört habe, ist da auch zunächst keine weitere Entspannung zu erwarten. Der Engpass ist wohl nicht das Fahrzeug. Die Fahrzeugproduktion lässt sich wohl steigern bei Hyundai. Allerdings kommt LG mit den Batterien nicht nach, weil natürlich Hyundai auch eine bestimmte Batteriemenge nur bestellt hat und die ist geliefert worden. Und da jetzt einfach so hoppla hopp die Menge zu erhöhen, das scheint nicht so spontan möglich zu sein. Spricht ja für den Erfolg des Autos, wenn er quasi ausverkauft ist für die nächsten 12 Monate, hat sicherlich auch keiner von Hyundai so in der Form mit gerechnet. Was ich auch gehört habe, ist, dass es im Moment nichts Neues zum Thema Batteriegröße gibt. Es ist wohl ja immer im Gespräch gewesen, dass das Fahrzeug mit einer größeren Batterie nochmal kommen soll, mit mehr Reichweite. Davon habe ich hier auf dem Stand jetzt nichts gehört und auch nichts gesehen. Was es aber geben wird im nächsten Jahr, ist eine kleine Modellpflege, die etwas mit dem Design zu tun hat. Die hellgraue Abdeckung hier vorne, Moment, da, diese hellgraue Abdeckung, die da statt dem Kühlergrill verbaut ist, ist in der Farbe nicht jedermanns Geschmack und wird wohl auf ein dunkles Design geändert, was wohl auch ein bisschen einen Kühlergrill vortäuscht oder so ein bisschen im Kühlergrill-Design dann aussehen wird. Es wird beim Thema Felge sich noch ein bisschen was tun. Aber es sind alles Kleinigkeiten. Im Großen und Ganzen bleibt der Wagen dann genauso, wie er ist. Und die Batteriesituation wird sich noch verschärfen, wenn der Kona auch noch als Elektroauto kommt. Aber zum Thema Wartezeit, da habe ich noch sowas gehört oder mitbekommen. Mir wurde hier am Stand gesagt, dass diejenigen, die einen Hyundai IONIQ Electric bestellen und dann eben 12 Monate warten müssen, weil das Fahrzeug Lieferzeit hat, dass es dafür ein Leasing-Angebot gibt für genau diesen Wagen hier hinter mir. Das ist der Hyundai IONIQ Hybrid. Also nicht der Plug-in-Hybrid, nicht der mit dem Stecker, sondern der ohne Stecker. Der normale Hybride, der sich den Strom aus der Rekuperation erzeugt. Für dieses Fahrzeug wird es ein Leasing-Angebot geben, was für die Wartezeit auf ein IONIQ Electric gedacht ist. Ich habe irgendwas gehört von 149 Euro im Monat oder sowas. Das kann ich jetzt so nicht bestätigen. Das ist mehr so im Vorbeigehen gehört. Also das wäre etwas, was man nochmal beim Hyundai-Händler abklopfen müsste, ob es da ein Übergangsangebot gibt. Mein Tag auf der IAA neigt sich dem Ende zu und am Ende meines Rundganges komme ich noch bei Jaguar vorbei und sehe den Jaguar I-Pace, das Elektroauto von Jaguar. Das wird ab 2018 ausgeliefert. Wer hätte gedacht, dass Jaguar mit einem Elektroauto kommt? Der Wagen sieht in Natura noch viel, viel schicker aus als auf den Fotos. Das hier ist ein Concept Car, also so eine Art Vorserienmodell, noch kein echtes Serienmodell. Aber super, super schick gemacht, toll, auch wieder ein schöner, luftiger Innenraum, viele Details mit den versenkbaren Türgriffen, die kennt man von Tesla und von Range Rover Velar. Richtig schickes Teil. Ja, insgesamt habe ich eines auf der Messe am meisten gehört, das ist die Jahreszahl 2020. Dann wollen sehr, sehr viele Hersteller mit Fahrzeugen kommen, teilweise 2019 oder wie dieser hier 2018. Also ich denke mal 2019 findet ja nochmal eine IAA statt in Frankfurt, die gibt es nur alle 2 Jahre. Und das müsste dann echt ein sehr interessanter Punkt sein, zu dem man mal hinfahren sollte und sich das anschauen sollte. Dort würde ich dann schon ein sehr, sehr großes Angebot in Sachen Elektro und echte Neuheiten erwarten, die man dann ein Jahr später, 2020, kaufen kann. Das Teil hier kann man nicht kaufen, ist der Jaguar I-Pace im Renntrim. Es wird eine eigene Rennserie geben im Rahmenprogramm der Formel E. Wer ein bisschen Rennen fahren will, ist mit dieser Rennsemmel vielleicht ganz gut bedient. Fand ich sehr interessant, ein Concept-Car, ein Smart EV mit Kreiselakkus. Insgesamt ging es auf der Messe aber, wie ich finde, weniger um Elektromobilität und mehr um dicke Hose. Deshalb jetzt zum Abschluss noch etwas dicke Hose für euch und ein kleines Fazit am Ende.
Messetag auf der IAA 2017 geht zu Ende. Vielen Dank an Tesla, Markus und an Schräg für eure Messebegleitung. War toll, mit euch zusammen darüber zu gehen. Ich habe mit euch viele neue Eindrücke gewonnen. Ja, das Fazit zu der IAA 2017 in puncto Elektromobilität ist ganz einfach. Es gibt nicht wirklich was Neues. Man merkt, dass es in der Autoindustrie grummelt und rumort. Das Thema elektrischer Antrieb ist überall angekommen. Das Thema Digitalisierung ist noch viel präsenter. Und autonomes Fahren ist auch ein Riesenthema. Diese drei Bausteine sieht man an jedem Messestand. Es gibt allerdings noch nicht wirklich was zu kaufen. Es gibt nur die Fahrzeuge, die heute auch schon bei den Händlern stehen in Sachen Elektroauto. Der Nissan Leaf, der neue, ist ja leider nicht auf der Messe zu sehen, weil Nissan gar nicht da ist. Und so gibt es nicht wirklich was Überraschendes. Es gibt viele tolle Studien, viele Konzeptcars, aber nichts, was man wirklich kaufen kann. Die Konzeptcars zeigen aber, dass sich da auch im Automobildesign was tut. Der Elektroantrieb ist viel kleiner, viel kompakter, das schafft viel mehr Platz im Auto. Dazu kommt das Thema LED-Beleuchtung, das gibt Gestaltungsfreiheit. Bei dem Außenlook zusammen mit der Tatsache, dass man keinen Kühlergrill mehr braucht, sind da völlig neue Designansätze denkbar. Ich freue mich drauf, aber es wird wohl noch mindestens eine, wenn nicht zwei IAAs dauern, bis man da wirklich ein marktfähiges Produkt mit dem Preisschild findet. Das finde ich schade. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt bei mir, abonniert den Kanal und dann halte ich euch auf dem Laufenden in Sachen Elektromobilität, so wie ich sie sehe. Vielen Dank, auf Wiedersehen.